meine süßen Simsnäckchen, habt ihr mich schon vermisst? Ich war sehr inaktiv auf YouTube, aber das ändert sich jetzt wieder. Die Backsaison hat gestartet. Wir machen heute einen Hefekranz und es geht direkt los. So, die Milch ist jetzt wirklich nur minimal lauwarm. Das ist genau der richtige Ausgangspunkt, den wir brauchen. Und da bröseln wir jetzt die Hefe hinein. Ja, und dann geben wir das alles in meine Küchenmaschine oder in deine Küchenmaschine, wie auch immer, und verrühren das zu einem Hefeteig, geben die Milch dann hinzu. Ich rühre zuerst also das Mehl, Ei, Salz, etwas an, dann gebe ich die Milch hinzu und dann knete ich es circa bei meiner KitchenAid auf Stufe 2 oder 3 maximal, das ist die Knetstufe, circa 15 Minuten. Dann ist der Teig auch schon fertig und dann wird er herausgenommen. Hier haben wir jetzt den normalen Hefeteig. Ja, der ist gut. Ja, dann nehme ich den heraus aus der Schüssel und dann müssen wir natürlich die Schüssel etwas melieren. Und den Teig, das seht ihr gleich, werde ich dann kurz falten und zu einer Kugelform in die Schüssel zurückgeben und mit etwas Mehl obendrauf abgedeckt lasse ich den in Raumtemperatur 20 Minuten ungefähr erstmal gehen. Und im Hintergrund hört ihr bereits meine KitchenAid, die den nächsten Teig zubereitet, und zwar einen Schokoladenhefeteig. Deswegen folgt mir auf YouTube ganz gerne, weil dann verpasst ihr nämlich keine Rezepte mehr von mir. Bei Raumtemperatur kurz mal chillen. So, der Hefeteig durfte 20 Minuten gehen. Der hat auch schon ein bisschen an Volumen gewonnen. Und das Ganze decke ich jetzt noch mal ordentlich zu und gebe einen Teller oben drauf. Okay. Und wir sehen uns morgen Abend wieder zur weiteren Verwendung, weil jetzt kommt er in den Kühlschrank für 24 Stunden. So, der Hefeteig war jetzt circa 18 Stunden im Kühlschrank, also über Nacht. Und am Abend habe ich dann weitergemacht. Ich nehme den erstmal raus, lasse eine Stunde in Raumtemperatur etwas ruhen, weil sonst kriegt er auch einen Kälteschock, wenn ich ihn gleich herausnehme und falte. Das mag er nicht so gern, deswegen erstmal eine Stunde ruhen lassen und dann nehme ich ihn heraus und falte ihn in sich ein und werde ihn dann nochmal circa eine Stunde lasse ich ihn meistens dann nochmal abgedeckt liegen. Ich packe dann immer die Schüssel oben drauf und dann kann es auch schon bald losgehen. So, und dann kümmern wir uns auch schon bereits um die Füllung. Der Teig liegt hier nebenan und ist bereit zur Weiterverarbeitung. Ich nehme hier den Cranberry-Fruchtaufstrich. Der ist schön säuerlich herb. Da nehmt ihr für diese Menge ungefähr 4 bis 6 Esslöffel, je nachdem, wie viel Füllung man möchte in den Teig. Genau, streicht das glatt. Dann nehme ich noch etwas Frühlingsmaiszucker, so circa einen Esslöffel. Je nachdem, wie süß man es mag, kann man auch noch ein bisschen mehr Süße hinzugeben und auch noch Speisestärke. Das Ganze macht nämlich dann die Füllung schön backfest und es läuft euch nichts aus dem Ofen. Das ist richtig genial. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das Ganze rühren wir glatt und dann seht ihr auch schon, ist das eine richtig schöne cremige Füllung. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Teig verarbeiten. Ich nehme quasi den ganzen Hefeteig und halbiere ihn einmal, dass ich zwei Rollen im Endeffekt dann habe. Also erstmal halbieren, die eine Hälfte legen wir uns auf die Seite. Und da es schon etwas länglich ist, ist es jetzt kein Problem. Ansonsten zieht ihn etwas längs und dann rollt ihr den so ungefähr 1 cm dick auf und schaut, dass die Form etwas längliches Rechteck wird, damit wir eben halt schöne lange Rollen dann im Endeffekt machen können. Das Ganze rollen wir jetzt hier auf. Ihr seht, das ist bei mir auch nicht so perfekt. Das ist auch gar nicht schlimm. Das ist im Endeffekt dann nicht wichtig, wie akkurat ihr das macht. Und ich habe ja diesen Effekt, dass auf einer Rolle die Marmelade rauskam, auf der anderen nicht. Und das Ganze mache ich ganz einfach. Ich habe jetzt hier bei dieser Rolle fast bis zum Ende oben die Füllung eingestrichen. Und dann habe ich quasi von dem Ende, in der keine Füllung mehr war, begonnen zu rollen. Und am anderen Ende, seht ihr, habe ich die Marmelade bis zum Schluss aufgestrichen.
Und das sieht man dann auch am Ende. Das seht ihr jetzt gleich, wenn ich es aufrolle. So, und ihr seht jetzt hier am Ende, sieht man nämlich die Marmelade rauskommen. Das ist genau der Effekt, den wir brauchen bei einer Rolle. Und die andere Rolle machen wir quasi genau andersrum. Da rollen wir die Marmeladenseite zuerst auf und am Ende haben wir dann quasi das Ende. Da ist keine Marmelade mehr zu sehen. Die Enden der Rollen drücke ich immer zusammen. Habe ich einfach gemacht. Ja, gibt es keine Begründung für. So, die zweite Rolle seht ihr jetzt hier im Schnelldurchlauf, wie ich sie rolle und fülle. Bei euch wird im Rezept auch etwas mehr Füllung vorhanden sein. Bei mir war das ein bisschen knapp. Bei euch darf ruhig ein bisschen mehr mit rein. So, und ihr seht jetzt hier, ich habe es genau gleich eingestrichen und ich beginne jetzt gleich mit der Marmeladenseite zuerst. So, und dann haben wir jetzt hier zwei Rollen. Eine ist mit sichtbarer Marmelade und die eine ohne. Die lege ich jetzt beieinander und drehe sie, also verbinde den Anfang etwas und, ups, und drehe dann quasi die Rollen wie eine Kordel zusammen. Also ich lege es nur immer drüber. Und dann habe ich quasi einfach zu einem runden Kranz geformt, die Enden dann wieder verbunden. Und fertig ist erstmal der Kranz. Das Ganze geben wir jetzt auf ein Backblech mit Backpapier. Und ich gebe dann nochmal die Schüssel oben drauf. Weil vor dem Backen, das ist jetzt ultra wichtig, vor dem Backen 20 Minuten ruhen lassen. Sonst reißt euch der Hefeteig im Backofen ganz gerne auf. Das ist tatsächlich ein Tipp, den habe ich mal vom Brotprofi erhalten, dem habe ich auf Instagram geschrieben. Brotprofi, warum reißen meine ganzen Hefegebäcke immer? Und er hat gesagt, ich muss es ruhen lassen vorm Backen. Und das ist wirklich ein kleiner, super goldener Tipp dafür. Vielen Dank und Credits gehen raus an den Brotprofi. Und ja, jetzt hat der Hefekranz nochmal ein bisschen ruhen dürfen. Jetzt streiche ich den ein mit Milch. Ihr könnt es auch mit Eigelb machen oder Ei-Milch-Mischung. Das ist ganz egal, wie ihr wollt. Ich wollte jetzt kein Ei mehr dafür aufschlagen. Und dann habe ich nur so ein bisschen gehackte Mandeln auf die sichtbaren Stellen der Marmelade gemacht. Und dann kommt das in den Backofen bei 180 Grad. Ungefähr 15 bis 18 Minuten. Es kommt immer auf den Backofen an. Wir können keine pauschalen Backzeiten nennen. Das ist ganz schwierig für uns. Und genau, ich mache es immer so. Ich stelle immer meinen Timer auf 4 Minuten, weil tatsächlich mein Ofen ist ein bisschen alt. Ich kann noch nicht einschätzen, genau. 4 Minuten, alle 4 Minuten gucke ich rein und bei mir waren es 16 Minuten. Und wenn er überall schön goldbraun ist, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und wenn ihr dann draufklopft auf die Rückseite und es hört sich hohl an, ist er durch. Und hier haben wir jetzt das Ergebnis im ganzen Stück, nicht angeschnitten. Und ich finde es wunderschön mit der Marmelade, die daraus sticht. Liebe geht raus.